Und da sind wir wieder, meine Lieben, im nächsten Ligaspiel der Andrians gegen die Merlinecks auf der Map Hausarmsee in der dritten Liga. Und hier gucken wir uns mal die Tabelle mal an und sehen den Andrians auf Platz 5 mit 7 Spielen, 5 Siegen, 1 Unentschieden, 1 Niederlage. Sehr, sehr gute Bilanz, 16 Punkte. Ein bisschen noch entfernt vom Chefkoch, hat aber die Möglichkeit, noch mal ranzukommen. Und der Merlinex aktuell sehr weit abgeschlagen. Was heißt abgeschlagen? Eigentlich nur 3 Punkte. Allerdings deutlich mehr Spiele. 10 Spiele, 2 Siege, 8 Niederlagen, 13 Zähler auf dem Pedo. Er hat die Möglichkeit, bis auf Platz 6 vorzurücken, wenn er gewinnt. Aber gegen die Andrians, es sieht wirklich sehr, sehr schwer aus. Er ist nämlich sehr gut platziert, hat ein gutes Spieleverhältnis hier zu Siegen, Niederlagen und Unentschieden. Oh, gucken wir uns mal an. Die sehr, sehr beliebte Map hier, die Haus am See. Und der Merlinex startet oben links. Kam nicht auf den Gedanken, wie die meisten, in die Mitte zu fahren, hier nach unten. An das Stampfeld ran. Und der Andrians, der macht es ganz einfach. Der baut sich einfach hoch. Guckt euch das an. Er baut sich einfach richtig spurstracks nach oben hin. Ja, braucht er jetzt nur noch eine Raff gleich hinpacken und hat die Gems safe. Holt sich auch schon im Vorwege hier die Werft gleich, denke ich mal, weil er hat schon runtergeschossen, heißt, es müssen noch gleich ein Invasor rein. Dann hat er es im Sack, die Werft, und könnte hier, aber wir haben selten, dass hier über die Mitte, also im Besitz der See, sich das Match entschieden hat. Es gab zwar Unterstützungsmöglichkeiten hier, aber grundlegend hat sich das darüber nicht entschieden. So. Raff steht, Kaserne hier vorne auch nochmal gebaut. Jetzt fängt er erst an, richtig aufzubauen. Ich kann mir vorstellen, dass er hier gleich noch eine zweite Raff baut hier. Oder sich hier nach rechts baut, der Andrians. Um hier nochmal anzunocken. Und hier links oben. Gucken wir, haben wir schon das Rapfeld beim Merlinex. Heißt, er geht hier auf den nächsten Bauhof. Mal sehen, ob er den hier nach rechts hier rüber fährt. Oder ob er jetzt hier runter fährt. Ich würde mal eher behaupten, er fährt lieber hier ran, statt nach rechts. Hier könnte er sich ja runterbauen. Also die Option besteht. Ja, von den Ressourcen Nocky Mountains. Wie über Zero Hour, ne? Ja. Ja, wir gucken. Wir bleiben am Ball. Wie er sich hier entwickelt, der Andrians. Er hat noch keine weitere Raff gebaut. Wäre vielleicht sinnvoll, jetzt schon mit einer weiteren Raff zu kommen. Denn wenn die Großproduktion losgeht, durch den Bau einer zweiten Waffenfabrik und die Baugeschwindigkeit halt zunimmt, gehen die Kohlen auch schnell runter. Da kommt aber nochmal ein zweiter Sammler raus. Kein zweiter MBF. Hier beim Merlinex. Doch, kam, sorry. Korrigiere. Habe ich nicht gesehen, dass er so schnell schon nach unten gefahren ist. Oh, moin, Christoph, schön dich zu sehen. Und hier sehen wir, wie er seinen Bau schön platziert hatte, weiter raff und fährt nach unten in Richtung Andrians. Da hat er nämlich auch schon ausgekundschaftet hier, der Merlinex. Hat auch mal eine Kiste hier unterwegs gefunden. Beide ja mit den Alliierten auf der Map unterwegs. Das kann man auch gut machen. Weil ich auch schon sehr auf die Sowjetspiele auf der Map gesehen habe. Ja, warum? Weil der Tümpel nicht so großartig entscheidend ist, ob man gewinnt oder nicht. Man kann hier durchaus mit den Sowjets spielen. So, er hat tatsächlich weiter nach rechts gebaut. Jetzt denke ich mal, hier gleich eine Raff. Und der eine Bauhof ist jetzt auf dem Weg nach oben. Der andere Bauhof von Merlinex nach unten. Auf die linke untere Hälfte. Und hier. Oh, Tech-Zentrum sehr weit vorne gebaut. Guck mal, da ist ein Panzer jetzt von Andrians, der auf Erkundungstour ist. Er weiß ja schon, wo der Merlinex sich befindet. Braucht den da einfach nur hinschicken, den Panzer. Und kann sich da gemütlich
mal anschauen, was der Melinex so schönes gebaut hat. Er ist jetzt gerade auf dem Weg dabei, Panzer zu produzieren. Und was mir bei Android schon aufgefallen ist, dass er hier sehr weit schon rausgeht hier im Wasserbereich, baut hier viele, viele Zerstörer. Hat allerdings auch einen Bauhof hier auf der linken Seite, wo er Melinex sich positioniert hat. Was er hier machen könnte, jetzt mal eine Raft zu bauen. Ich denke mal, das ist schon im Bau. Ja, und jetzt gucken wir hier mal. Hier sehen wir Endurance. Leute, das mit dem Internet. Ich krieg das Kotzen heute. Ich krieg echt das kalte Kotzen. Funktioniert hier in Deutschland überhaupt irgendwas? Mann, eigentlich muss man die Sachen packen und raus aus diesem Land. Hier funktioniert nichts. Moin, Crimson. Beziehungsweise Lemming Finder. Es ist so unglaublich, ey. In diesem Land funktioniert nichts. Sorry, dass ich mich gerade so aufrege, aber ich rege mich über dieses Internetproblem so dermaßen gerade wieder auf. Oh, was hier da passiert? Warum nimmt der Bauhof jetzt weg, der Melinex? Hat den eingeklappt. Oh, pass auf, wenn Andrew jetzt den jetzt hier positioniert, ich würd das abfeiern, ne? Ich würd's abfeiern, wenn er das macht. Ja, mein Internet geht auch, sobald ich TikTok beendet habe. Als ich TikTok eben kurz wieder geladen habe, ging es wieder nicht. Was sagt uns das? Das für eine haarige Geschichte. Was total interessant ist, dass Andrance einer der wenigen Spieler ist, der hier einen Zwinger baut, einen Hundezwinger. Interessanter Move hier. Direkt hier vor der Hürde mit dem Zwinger auch zu kommen. Mal sehen. Oh, die Tesla-Trooper jetzt, die sind ja sehr, sehr stark hier gegen die mittleren Panzer. Genau, meine Lieben, auf Funklöcher können wir uns verlassen. Sorry, dass ich ein bisschen abwesend bin. Ich komme gleich wieder rein. Ich habe nebenbei hier eben noch zwei Einstellungen gemacht. Das ist nicht gut, was er hier gerade macht. Oh, ist Hagelkarte. Oh, er zieht aber noch rechtzeitig weg. Guck mal, wie nett er ist. Guck mal. Wie nett. Hat er extra weggezogen, sonst wäre es eine gelbe gewesen, ne? Ich glaube, es hackt, ne? So, rechts oben. So, jetzt bin ich wieder voll im Bilde. Andrance hat sich hier fleißig aufgebaut, auch mit Hundezwinger. Habe ich noch nicht gesehen, dieses Bild. Dass ein Spieler sich hier mit Hundezwinger hier schon ausstattet. Ja, verkehrt ist es nicht. Absolut nicht. Gerade gegen die Schützen. Oh, moin, Philipp. Und hier sehen wir, wie der Andrance schon in die Richtung jetzt nach links geht, wo der Melinex ja am nächsten ist. Denn Melinex hat hier in der Mitte. Achtung, Rider Tours. Oh, yo. Rider Tours hier. Und jetzt muss er aufpassen. Ah. Dass es dann wieder eine gelbe Karte gleich hagelt. Wobei, das war eine ganz knappe gelbe Karte hier eben. Also, war es nicht. Davon mal abgesehen. Aber hier, echt haarscharf. Und guckt euch das an. Zu Wasser geht der Andrance jetzt nochmal ordentlich vor. Mit den Zerstörern. Aber das wäre ein gutes Backup hier. Auf der Küstenseite hier. Und hier oben hat der Andrance nochmal einen Panzer so zum Ausscouten. Und jetzt guckt euch das an.
So, Cooldown ist um, sie dürfen angreifen. Spione, Tanjas, Diebe. Alle Special-Einheiten auf einem Platz. Und jetzt greift Edward zuerst an. Geht erstmal natürlich auf den auf Präsentierteller hingestellten MBF. Mit der Kirsche oben drauf. Und hier kracht jetzt auch. Da versucht nämlich Merlinex reinzukommen bei Endurance rein. Aber die vielen Tesla-Troops, die können hier durch die Artis rausgenommen werden. Aber die sind nicht so ganz so effektiv, wie man hofft. Die müssen schon gescheiten Schuss machen. Man hat gesehen, ein Treffer war. Aber die, ich habe das Gefühl, dass die Artis ungenauer sind als die V2. Und Endurance zieht jetzt weiter und holt sich ja sehr leicht die Frontbase hier vom Merlinex. Und wenn er dran bleibt, ohne Probleme, gleich auch die Hauptbase hier. Auch wenn hier viel steht, hat hier der Endurance halt doppelt so viel. Und braucht einfach nur nach oben ziehen. Und dann sieht es hier für die Merlinex nicht gut aus. Der hat viel Kohle, ja. Aber wir gucken mal oben in seine Base. Kaum Verteidigung. Wirklich. Keine Kanonentürme, nix. Müsste jetzt anfangen, schon längst Verteidigungstürme zu bauen. Denn der Angriff, der steht hier schon fest. Also man sieht hier, Andrew ist positioniert vor. Hier oben rechts. Oder beziehungsweise produziert er auch schon fleißig hier die schweren Panzer. Wir gucken mal eben nach oben. Da hat nämlich der Merlinex eigentlich ein anderes Problem hier. Ja, Endurance, da kommt wahrscheinlich Tanja. Nee, aber die, ja, ohne Probleme. Nee, das sind etwas One. Und er geht auf Konter. Oder er will die Mitte dicht halten. Mitte ist wichtig. Gerade über die Enge hat er die Möglichkeiten, das noch gut zu kontern. Da muss aber Masse hinschicken. Und aktuell ist es so, dass der Endurance auf jeden Fall hier die Überhand hat. Von der Stärke allein durch die Tesla-Troops in der Mitte. Was machen die Tanjas? Ja gut, die helfen oder könnten helfen gegen die Tesla-Troops. Warten wir mal ab. Achtung, da oben. Oh, wie fies ist das denn, die Diebe? Ja, rein, rein. Hat er gemerkt. Hat er gerade noch rechtzeitig verkauft. Ja, hier unten braucht er gar nicht gegen ankommen. Gut. Schade. Hätte klappen können. Wow, das war Triple. Raus aus dem Spielfeld. Rein in die gute Bude. Ah, was macht er jetzt, der Merlinex? Welche Taktik hat er im Kopf? Wie wird er sich dagegen wehren? Weil der Endurance ist einfach so verdammt stark schon unterwegs. Braucht in der Mitte noch nicht mal mit den Schiffen fahren. Könnte aber hier locker mal rübersensen. Guck mal hier. Perfekte Position. Ja, hat er, glaube ich, vergessen, dass er jetzt so viele Schiffe hat. Er könnte die Mitte nämlich locker freischießen und da auch über die Mitte rübersetzen. Auf die Seite von Merlinex. Merlinex mit dem Chronopanzer. Hier rechts auf die Raff. Hat aber gemerkt, der Endurance, da kommt noch ein zweiter. Panzer ist auch schon auf dem Weg. Mal sehen, ob er noch Kanonen mit Tesla baut. Schon voll auf Kanonentürme, weil wir mal alliiert die meisten spielen. Ja, da kommt noch mal ein Flammtower. Aber die Raff ist weg. Und da ist auch noch mal ein Chronopanzer. Schützen haben es gesehen. Er versucht nochmal zu retten. Ja, aber ich denke mal, das schafft der Merlinex. Da kommt nochmal die Tastatur. Oh, wenn die jetzt schießen. Müssen die jetzt schießen. Verdammt, nicht gerettet. Das war knapp. Und da unten auch nochmal ein Chronopanzer. Ja, er nimmt die hier schön die Raffs raus. Aber macht er schon gut. Der Merlinex. Oh, der kann der überhaupt direkt die Waffenfabrik gleich rausnehmen. Sauber. Gut gemacht. Wie im Lehrbuch hier. Aber jetzt. Jetzt kommt schon die böse Verteidigung. Und nochmal irgendwo ein Chronopanzer hier oben auf die nächste Raff. Er nimmt ihn hier richtig mit den Chronopanzern auf die Pike.
Denk mal, Endurance, das ist jetzt der Break-Even-Point, wo er sich drauf eingestellt hat. Nur hier. Noch nicht. Ja, ist halb so schlimm. Er hat ja noch eine Raff, nur die Distanz ist halt jetzt weiter. Ärgerlich wäre es, wenn er jetzt die nächste Raff hier rausnimmt. Jetzt hier Autoshot. Hat er nicht im Visier. Hier unten hat er den nochmal gerettet. Oh, guck mal hier. Die Tesla-Trooper reagieren gar nicht. Oh, oh, da ist nochmal einer. Ah, der macht das richtig gut. Ich würde mal sagen, 4 Raffinerien hat er hier schon mit den Chronopanzern rausgenommen. Ja, Sammlerchaos ist vorprogrammiert, Philipp, da hast du vollkommen recht. Ja. Puh. Ich glaube, Endurance hat jetzt den Punkt erreicht, wo er angreifen könnte. Zumindest mit den Einheiten. Der hat nämlich massig davon. Chronopanzer, die fliegen hier nur noch so über die Karte. Hier haben wir Merlinex. Mal sehen, ob er auch genug Verteidigung baut, weil hier hat er nicht verstärkt und hier auch nicht. Da ist eine Masse. Da kann der Endurance locker was anrichten. Oh, Raff ist down. Hat er nicht im Fokus. Wundert mich auch, dass er keine Tesla gebaut hat. Die Tesla-Türme, da hat 3 Stück nur bauen müssen. Hätte er alles im Sack. Hier hat er jetzt eine gebaut. Und nächster Raff down. Also ich glaube mal, das ist das Match mit den meisten Losts von Raffinerien durch die Chronopanzer. Näher positioniert sich einfach nur vor. Noch kein Angriff. Aber vielleicht jetzt, weil guck mal, hier ist alles frei, könnt ihr locker rausnehmen. Macht auch. Das hat er gemerkt, der Melinex. Oh, oh, da kommt was von rechts. Obwohl er Tech-Zentrum hat, ne? Hat er sich nicht darauf vorbereitet. War sehr fokussiert hier unten. Mit seinen Chronopanzern. Da war er auch schon erfolgreich. Aber kassiert jetzt von oben der Melinex ordentlich was ein. Da kommt nämlich der Endurance hier mit der Masse. Und ungeschützt. Ungeschützt kommt er da rein. Merlinex zieht nach. Er hat aber nicht genug. Er hat nicht genug Panzer, um dagegen zu halten. Jo. Das wird das GG sein hier für den Endurance. Ordentlich Bewegung und dann Schicht im Schacht. Und das ist eine Masse, die heraussticht und auch locker überleben kann. Hier oben wieder ein Chronopanzer unterwegs. Also der opfert sich auf, der steht nur rum. Oh ne, jetzt wird er bewegt. Aber mal sehen. Hier, guck mal. Endurance könnte jetzt hier sogar nachziehen. Vielleicht gar nicht mal so verkehrt, das zu tun. Bei den wichtigen Gebäude hat er hier schon rausgenommen. Frisst sich weiter durchs Innere hier. Da haben wir nämlich. Also Bauhof ist schon raus. Schach ist auch schon gesetzt. Ja, oh, das war's. Ist die Kaserne dran.
Gut. Schachmatt ist er gesetzt. Also das ist... Jetzt braucht er sie nur noch hingeben. Und dann ist das. Aber Merlinex hat viele, viele Spione gebaut. Und ist die Frage, ob er die auch überall verteilt hat. Das werden wir gleich noch merken. Wenn man das mit der finale Angriff jetzt hier durch den Endurance auf die Base. Aber hier kommt der Fire Sale jetzt hier von Merlinex. Er verkauft jetzt die Einheiten. White Tech Center mit Lester nochmal zu Sicht nochmal da. Ah, schick dich schon alle da hinten um. Für den Endurance. Das sind alles Zivis. Ja. Er gibt hier fairerweise auf. Also versucht jetzt hier auf Zeit zu spielen. Wären auch noch 38 Minuten. Da nochmal Prop an den Merlinex. Gott, treibt der Tee hier. Ich muss gleich pinkeln. Unglaublich. Und das war das Match, meine Lieben. Na, ihr beiden? Hallo, nicht fragen. Was denn? Nein, ich frag nicht, du erklärst. Nein. Alter, wieso Nein. nicht? Viel zu viel Übung. Nein, keine Übung momentan. Keine Übung. Ja, du, ich kenne das. Ich habe auch keine Übung, deswegen spiele ich nicht. Ja. Nein, alles gut. Hat er. Denk dran, dein Special-Event ist das Tanja-Event. Ja, genau, das kann ich vielleicht noch. Nein, alles gut, hat er ja super gemacht. Ja, Endurance ist auch sehr, sehr stark. Was habt ihr zu sagen zu eurem Match? Ich habe gespielt. Ich habe ihn bestimmt genervt mit meinen Chronopanzern. Ja, das hast du allerdings. Und ich habe irgendwann, habe ich nur noch mitgekriegt, du willst Tanjas irgendwie rüberschicken oder so. Und dann war ich auch schon wieder, oh, ein Tanja-Move. Ja, aber macht ja keinen Sinn mit deinen Tesla-Sprühen. Ja. Ja, wobei, es gab Stellen, aber es waren die Tesla-Spulen waren aber auch gut verteilt. Ja. Aber nicht so gut verteilt, dass sie die Chrono-Panzer abwehren konnten. Da sind nämlich echt viele Raffinerien gefallen. Das war, wie viel Geld wurde da verpulvert. Aber gut, im Eifer des Gefechts passiert sowas gerne mal, ne? Völlig normal. Aber trotzdem, sehr, sehr schönes Spiel. Und schade mehr die nächste vielleicht beim nächsten Mal. Ja, irgendwann gewinne auch ich mal. Ja, irgendwann auch du mal. Gut, vielen, vielen Dank euch beiden. Ich schieb euch mal eben nach oben und dann bin ich gleich wieder da.